Ja, Hallöchen, liebe DayZ-Freunde, liebe Spieler auf Channel Survivor Server. Wir befinden uns hier auf dem Airfield, dem Großen, mit dem Ramses, mit dem Marlon und... Moin. Ja, komm mal mit. Wir waren gerade hier auf der Suche nach Crash Sites, sind einmal hier rübergefahren über das Airfield, Auto versteckt und Sachen reingetan, weil First Person... wir wissen nicht, ob wir sterben werden. Warte mal, da vorne ist ein Zombie. Ich werde versuchen, den Head zu shotten. Ja. Jetzt kommt der Babbo, Alter. Jetzt kommt der Babbo. Und was haben wir hier stehen? Ein AN2 Big Plane. Ein Schmuckstück. Und ich kann damit eigentlich ganz gut umgehen. Fliegt das überhaupt? Fliegen. Ich weiß gar nicht, ob das fliegt, Alex. Ne? Guck mal rein. Oh, das fliegt. Das fliegt. Go, go. Und wir werden jetzt really versuchen, das Ding an... Marlon, geh mal bitte raus und gucke, ob ich mit den Flügeln... Weil es ist ganz knapp beim Hangar. Oh, okay. Es gibt ja schon ein Video auf meinem Kanal, allerdings hat man nicht alles gesehen, auch nicht, wie ich gelandet bin. Go, und, dieses Mal wir sind nicht gelandet, Alex, ja, wir sind abgestürzt. Wir sind abgestürzt und dieses Mal versuchen wir wirklich gut zu landen. Was noch schwieriger wird, wegen der... passt das so? Ganz zusammen. Wegen der Ego-Perspektive. Ja. Passt? Ja, passt. Und wir müssen uns beeilen, weil ich bin infiziert. Ja, er ist infiziert. Wir haben kein Antibiotics mit, das ist im Lager bei uns. Das heißt, Alex, du kannst uns... Oh, nein, fuck. Und ich spring rein, go! So. Komm, Alex. Wir müssen erstmal jetzt die Startbahn anfahren. Das kann was werden. Das kann ehrlich was werden in First Person. Wir müssen auf jeden Fall, also wir landen in Balota, versuchen wir. Ja, normal. Was nicht einfach wird, weil erstens die Landebahn ist da scheiße. Ich komme mir ganz von der Die andere Möglichkeit wäre halt eben das obere rechte Airfield. Ja, er braucht halt hier, der Junge braucht halt Antibiotics. Und ich sehe gerade, mein Essen ist ein bisschen orange. Ist deins, ist alles voll bei dir? Nee, bei mir ist das eigentlich auch ein bisschen dunkel. Moment, aber du Essen dabei? Ich hab eins für dich, jetzt für mich. Hey, können wir ganz, ganz kurz anhalten? Jo. Ja, hab ich reingetan. Wir haben auch alles abgelegt für den Fall, dass wir sterben. Willst du vielleicht vorher rausspringen, bevor wir landen? Ja. Weil ich denk mal, dann... Wäre aber sogar eine Möglichkeit. Falls wenn du am besten könntest, wäre dann über Cerno liegen. Über Cerno bist du rausspringen oder direkt über dem Lager vielleicht sogar? Ja, weil das ist ja Cerno, du Bobby. Also den größten Respekt habe ich auf jeden Fall vom Landen, weil der Anflug, ja, wir haben hier beschränktes Sichtfeld, in First Person kann man ja alles wunderbar sehen und dann haben wir auch noch in der See den Nebel, die Sichtbeschränkung. Ich habe zwar ein paar Mal schon mal geübt, für diesen Ernstfall in Arma zu landen, auf Balota auch, ja, Ernstfall, nur halt sehr wenig in First Person, aber ich denke, und das sage ich dir jetzt. Ich denke mal, das wird passen. Ja, du denkst ja. Und... Oh mein Gott, hoffentlich fliege ich mir wenigstens mit. Du bist ungefähr Cerno. Nein, dass also... ich da rausspringen kann und mein scheiß Leben rennen kann. Landen wird, denke ich mal, funktionieren. Nur ich hoffe, dass wir damit später wieder abheben können. Weil... So, dann fahren wir mal. Guck mal mein Tagebuch. An. Der Tank ist halb voll. Wir haben... Ich habe 13 Tage überlebt und bin Hero. Habe geschlagene 185 oder 95 198 Zombie Kills. Ja, das sind fast. Aber wir fliegen! Oh mein Gott, wir fliegen! Ja, wir fliegen hier. Das ist das Airfield von Leute, meine Freunde. Ne. Wir fliegen, keine Passagiere hinten drin. Ich bin aufgeregt auf jeden Fall. Beim ersten Mal ist mein Herz auf jeden Fall noch mehr geklopft. Aber jetzt haben wir nur die, First Person. Und auf dem Server ist ja Wegpunkte und so weiter deaktiviert. Ich werde mir deshalb mal mein GPS anschalten. Nee, ich habe aber im Flugzeug, Flugzeug hat man doch automatisch. Ach ja, okay, dann nehme ich das mal raus. Und man sieht sich sogar dann noch richtig. Man sieht sogar, sich sogar auf der Karte. Ja, sieht man, dann kann man sich auch was markieren. Das weiß ich jetzt nicht, das kann ich mal ausprobieren. Kompass, scheiße, ich hab keinen Kompass. Hast du einen Kompass? Ja, ich hab Kompass. Fliegen wir in Richtung Süden?
Wir fliegen Richtung Südwest. Südwest, das heißt nach links oder nach rechts mehr? Mehr nach Osten. Links oder rechts? Ich geb dir mal ganz kurz weg. Ich geb mir mal Kompass. Ja, muss ich aber ist ein Flugzeug. Boah, da muss ich aber jetzt ganz schnell. Gier. Kompass. Rausspringen, Gier machen, wieder reinsetzen. Kompass. Alex, Kompass. Geh da wenig runter, Alex. Alex! Alex! Und wir sind tot, meine Freunde. Wir haben gefailt, weil du deinen scheiß Kompass mir geben wolltest, ja? Ja, Alex! Ich sag doch Alex, wir gehen runter! Alex, wir gehen runter! Alex, wir gehen runter! Alex! Ja, Alex. Junge, ich muss Alex, erst mal, wir gehen runter! Ich muss erstmal aus dem Gier rausgehen, dann aus der scheiß Map. Escape! Ich sag nur eins, Junge, du kannst recht mit dem Fahrrad aus der Base zum Airfield fahren, ja? Du kannst recht mit dem Fahrrad da hochfahren. Scheiße, Mann. Kacke, Alter! Nein, ey. Wir gehen runter, Alex. Alex, ich sag gerne. Okay. Danke fürs Zuschauen, Leute. Wir sehen uns beim nächsten Versuch. Da wird nicht gefailt. Und wir werden alles noch besser einplanen. Kompass. Wir sind dumme Leute. Mit dem Satz verabschieden wir uns. Dumme Leute. Dumme Leute bleiben halt dumm. Wir werden das Airfield nie erreichen. Alex. Alex. Ja. Was eine Ironie. Ich bin bei Lothar gespawnt. Wir sind doch angekommen. Damit Schluss. Kriegst du. Ich leg über den Tommy. Bitte nicht, Alex. Ich bin nicht Fabian. Machst du Aufnahme? Mach mal Aufnahme. Oh.